Wozu ist der Fear of Minions bei Aatrox? Ist einfach so in seinem Kit halt drin, dass der Dämonenkönig allen Angst macht, wenn er Reset bekommt. Ist einfach nur so ein... Ich meine, es ist cool, kann manchmal dein Leben retten. Ich habe sogar ein Game, da hat es mal unser Nexus gerettet. Ich habe die Wave quasi also ich habe unser Nexus verteidigt, indem ich um ihn geultet habe und die Minions waren gefeiert. Deswegen haben die Minions nicht geendet. Wir haben das Game trotzdem verloren, aber trotzdem war nice. Also ja, ist einfach nur so ein reines, so auch wie Urgott Ult Minions feiert. Ist halt thematisch passend zum Champion. Was sagst du zu der Serie Ringe der Macht? Das ist eine coole Fanfiction. Viele, viele gute Kostüme. Viele, viele sehr schlechte Storylines. Einige meiner Lieblingscharaktere, die komplett entstellt dargestellt werden, was Elrond und Galadriel da angetan wurde. Verrückt. Ja. Weiß ich, da hatte man ein paar hundert Millionen zu viel rumliegen auf dem Konto und hat sich entschieden, etwas zu produzieren, an dem man keine Rechte hat, was höchst verwunderlich ist. Hätte sehr geil werden können, Ringe der Macht, wenn sie halt Rechte am Silmarillion hätten, maybe. Solange sie es nicht haben, können sie nichts machen. Kein zweites Zeitalter. Boring. Was mache ich hier? Contested die Wave echt hart mit Durans Blade. Gefällt mir. Meine Blobs fliegen leider auch immer in die falsche Richtung aktuell. Er kriegt alle Blobs vernichtet. Hat er gerade aus dem Busch raus gequeued, huge. Bam, 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 bam. Ja, so sah das Match in meiner Farm auch immer aus, aber wenn es in der C gespielt wird, dann sind die Aatrox Loki AFK, lassen sich reinpushen gegen Kandorans Blade. Und dann sieht es nice für Zack aus, aber ja, ich, I don't know. Maybe it's fake data, maybe not. Muss actually E-Skillen, damit ich den Tether brechen kann. Können unseren Turm schon gut hochsustainen, aber ja, Aatrox kann mich auf so viele verschiedene Art und Weisen poken. Auf Max-Range und natürlich ebenfalls meine Jumps canceln später. Das ist schon sehr hart, das mein Champion gut durchzukriegen, aber... Genau. Er nimmt einen Totenshot, der Gute. Keiner gemisst. Ich sollte mal auf das fokussieren, statt zu spielen. Ha, nice Movement von mir am Ende. Das hat ihn ziemlich hops genommen. Junge, ich will so viele Minions. Ist das cringe. Kann mich nicht killen, I think. Er hat keine Q rechtzeitig ready, aber ist trotzdem bad. Kein da Alpha-Blob. Huh. Okay, wir haben jetzt leider noch kein Barmis in Base, right? Gar nicht der beste Base. Naja, Double Request ist auch fein. I mean, es war jetzt schon mehr Outplay als es, I mean, ja, es war nice, es war no bad, es war no bad, no bait, no bait, no bait. Manchmal muss der Blobmeister auch die Limit testen. Aber ich fand das Matchup immer bad für Zack. Weil spielt Broke mehr das Thema als ich, aber ich glaube eher, dass auch der Aatrox gegen den gespielt hat, ziemlich getrollt hat. Weil in seinem Solo-Game sah es nämlich auch nicht gut aus, dass ich in seinem Stream gesehen habe. Warum sah es nicht gut aus? Matchup ist einfach nicht so einfach für Zack, honestly. Aber ja, mit VMAX und den neuen Changes schon nicht am Playable. Shit. Gut, dass er so gespielt hat, dass er alle Sweet Spots basically prockt. Stay ein bisschen hoch, und wenn dann der Turm muss er wieder gleich hochheilen. Vielleicht mit Level 6 sogar noch in hier finden, auf ihn mal sehen. Nice, von WQ plus W drei Blobs zu kriegen, ist so viel Sustain. Brauchen wahrscheinlich relativ früh Anti-Heal, aber wie gesagt, also was heißt wie gesagt? Bleiben wir besser, ist nicht so stark gegen Champions, die dich nicht auto-attacken müssen, um zu heilen.
Durch Arthas muss trotzdem auto-attacken. Aber Bramble ist da ziemlich genervt, weil es nicht mehr immer auf den Gegner prockt, wenn du ihn CC'st. Wenn du Thormag ist. Deswegen habe ich auch in Champsect über Ignite nachgedacht, aber. Ja. Wenn wir noch der Wave diven. Oh, halt. Wäre halt auch crazy. Wait. Ernsthaft? Die move in der Last Second hin, die Gegner? Dann sollten wir Top nicht. Ich habe gerade meine Q gemisst! Point blank! No, I just die! Ja, ich bin tot. Ja, kannst du mal pingen, aber ich bin tot. Der Support Silas. Oh, ist das ein Bummer. Boah, er war so tot. Ich Q ihn, auto-attack den Turm und dann kann ich wegziehen. Aber weiter, also er hat mich. Was heißt, er hat mich nicht outplayed. Ich habe bloß meine Q gemisst, während er genockt war. Das war schon sehr trash von mir. Aber nachher hat er gut gespielt, hat mich gewählt und ist weggerannt im Movement Speed von Q und einfach gewartet. Ihn Q und Turm out-attacken und dann ulten und wir haben den Easy Kill. Ehrlich, dass er alles mich killt und mich ignited. Shit, shit. Alrighty, vielleicht sollen wir jetzt anfangen zu proxien, oder? Langsam Boots kaufen, dieses Game. Brauchen wir eigentlich Mercs, aber irgendwie auch Ionians. Mein Champion pusht hier richtig, richtig gut zwischen Turrets. Gerade mit Bami, Cinder und WMAX geht das Ganze sehr, sehr schnell. Und auch recht safe, weil ich halt weghüpfe. Boah, Brandt ist gerade gestorben, das heißt, er kann auch gleich Topside kommen, aber doch noch einen Moment natürlich. And the wave is gone. Mal gucken, ob wir Mitte diven können demnächst. Genau, die dritte Wave proxyen, aber Brandt sollte Topside kommen, alle seine Camps sind ab, deswegen dritte Wave proxyen ist nicht ganz so Togo. Seid euch Ult ready, vielleicht können wir diven. Mein Jump ist halt denkbar schlecht und Brandt ist hier. Ja, das ist halt mit dem anderen Sektplaster besser, ne? Mit E. Max, wir haben Ocean bekommen. Brandt ist Topside. Mit das ziemlich gepressured. Wir kriegen Ocean. Ich muss aufpassen, dass mich Brandt jetzt nicht top diven kommt nach seinen Camps. Ich habe in 8 Sekunden wieder Passive. Mal sehen. Bami spannt alles an für den Cannon. Arschloch Bamis. Ja, ein bisschen Boots haben wir auch gut tun gegen Aatrox. Er hat Anti gekauft. Auch in meinem Interesse, jenes zu erwerben. Unsere Kombo ist eigentlich jetzt immer, wir queuen ein Minion, ehen auf ihn rauf und ziehen ihn zurück, wenn Bebwef da ist, weil wir dann den Damage nicht so sehr brauchen. Minion ist gestorben, Feuerwehr ist wahrscheinlich. Weiß nicht, ob wir genug Damage haben. Nice, sie hat genug Damage. Weil ich hab da nicht genug Damage, aber sie hat genug Damage und es reicht ja, wenn einer von uns beiden das tut. Jo, der Wave-Clear ist so illegal. Nehmen wir eine Platte und gehen West. Obwohl, wir können auch eine Wave-Proxy noch, ne? Wir haben drei, komm, wir proxyen noch die Wave. Nehmen zwei Platten und greeden ein bisschen. Aber nur ein bisschen, ist nicht unbedingt bad. So viel Wave, das ist eigentlich, I mean, ja, ist einfach nice. Das war nur nice. Da waren eigentlich, ja, alles nice dran, bis auf, dass ich jetzt nicht rechtzeitig da bin. Für Void Clubs Nummer 2 spawnen, was für sie ein bisschen ärgerlich ist, aber ist für mich halt insaner Base. Sunfire Boots und die Waves noch geproxied. Und sie ist eh so stark, dass sie mich nicht braucht. Look at her, Kraken Slayer und Tiamat. Und die ist OP. Also jetzt auf Boots zu warten im Base kostet mich wahrscheinlich die Wave hier, was nicht so nice ist. Also okay. Boots Power Spike ist halt nicht wirklich notwendig für zu warten normalerweise. Deine Boobats Brain Damage und Friendly Bomber für den 49. Liebe.
Dankeschön. Meine Reichweite ist nicht so groß, dass der Player so bedrohlich für ihn wäre. Er geht proxyen. Finde ich ja nett. Ich meine, ist nicht bad. Ich meine, wir sind Topliner. Proxyen ist auf unserer Lane immer nice, wenn du damit Tempo generieren kannst. Ernsthaft? Kiana, jag ihn. Nice, nice. Sehr overaggressive von dem Bro zu proxyen. Er darf da niemals proxyen. Also das erste Mal darf er, das zweite Mal darf er nicht. Okay, jetzt kriegen wir sein TP und trotzdem noch eine Platte. Okay, wir brand diven. Ich habe gerade keine Q gerade. Arthas hat TP in 8, wahrscheinlich können wir nicht diven. Kein TP hinter mich? Okay. Kiana! Hat leider kein Ult. Aber vielleicht kann sie Brand killen. Arthas wird auf jeden Fall bei mich töten, oder? Ja. Würde ich auch machen in seiner Stadt. Hätte ich genauso gespielt. Sie hätte auf Brand durchgehen sollen, wenn sie gekonnt hätte. Ja, Arthas hat. Er hat dann nicht TP'd, als er gekonnt hätte. Right? Und dann hat er TP'd, während ich noch nicht committed bin, aber ich war halb dabei und dann bin ich trotzdem committed. Da bin ich ja basically dead. Weil er war nicht committed und dann war er committed. Echt dead, dass er so spät TP'd hat. Weil ich war noch nicht ganz drin, als er TP'd hat, aber dann war ich drin und dann war es bad. Naja, I don't know. It's fine. Wir haben gewonnen. Game is over. Ich habe nie mit so einer gefeedeten Bellwerfen-Game verloren in meinem Leben. In der Tavis, denke ich. Hat er komplett ihre Ult gewifft? Soll ich top TP'en, um sie zu retten? Braucht sie es überhaupt? Oder ist sie permanent unsichtbar? Aha. Ist das dumm. Sie braucht Opportunity, die Arme. Ich habe wieder keinen gemisst. Ich lasse gerade echt schlecht dieses Game mit Zack. 90 CS ist schon sehr cringe. Naja, dafür viele lustige Fistfights. Nice. Der Voidling hat den Turm einfach gekillt. Deswegen ist der Medi nicht mehr gestorben. Komm, Atox, another fight. Okay, aber mein Bev ist gerade gestorben. Bam. Das ist so fun. I don't know. Und der ganze Scheiße zu sidesteppen, das ist irgendwie einfach fun. Ich kann das resetten und für Drake, für Harridge bin. Bisschen MR werden wir auch noch brauchen gegen Varus, Irelia und Brand, die allesamt ja recht viel magischen Schaden machen, aber wir kaufen es erst anders, erst später. Den MR-Part hiervon. Ja, Rift Herald für Form natürlich nice und langsam, wenn wir auch richtig stark, was unsere E angeht, brauchen wir noch ein bisschen mehr Range drauf, dann geht's leisch. Da wir gehen jetzt Spirit Visage, dann Jaxxo und dann können wir auch Thormag kaufen. Es ist ganz schön deep alleine. Das finde ich ganz schön deep alleine. Und wir kriegen aber nichts. Bellwerf einfach ein bisschen zu früh sehr deep gegangen, ne? Wir sind ja alle da für den Herald, aber sie darf halt nicht vorher alleine im River sein. Not sure. Das ist not good. Neu. Durch Exhaust durch. Kleiner 750 Gold Bounty. Oh? Ah, ist geslowt von Rylas Explosion. Actually, er killt sie hier. Wenn der Q trifft, ist sie tot. Warplate Brand. Warplate. Einfach nur geiler Solo-Kill.
Hat sie da Hopsi genommen? Hat, okay, wir gehen. Komm, wir fighten einfach mit. Fuck the shit, man. Lass einfach direkt wieder zum Fight laufen. Für den Herald. Der arme Arthur ist nämlich echt useless. Iria macht jetzt Drake. Das darf sie natürlich auch nicht. Wird jetzt gleich canceln, sobald sie mich auf dem Ward hier sieht. Wenn nicht, dann werde ich sie. Kann ich? Ich habe keine Ignite. Danke für den Leash, I guess. Warum würdest du jetzt Botlane laufen wollen, Qiyana? Warum läuft sie jetzt Botlane? Verstehe ich nicht. Wir hatten auf jeden Fall für Herald. Wenn sie jetzt schon da wäre, wäre es nice. Ich habe auch die Pien 30, aber ich nehme an, wir werden es jetzt nicht fighten können. Push mal weiter, aber wenn sie mich brauchen, würde ich gerne rein tippen. Ja, ist immer noch playable. Oh, hallo. Do I win these? Jetzt 4 Stacks. I don't really think I win these. Oh, maybe. Limits muss getestet werden. Oh, he must always blob. And he shall blob until the day he's blobbing. He will always blob. Ja, wir haben ja nicht so viel Damage wie früher und brauchen dringend Anti-Heal auch für sie. Ne? Blade ist ziemlich stark gegen mich. Aber es ist halt illegal, dass ich es trotzdem gewinnen kann. Das ist ein fetter Gold-Turret. We take those. Sie hat auch Ignite Riven, ne? Sonst hätte ich sie ja safe besiegen können. Wenn Qiyana moved. Können wir das spielen eigentlich, ne? Wenn wir den Kerl einfach reingemoved wäre, wäre es nicht schlecht. Ich werde jetzt nicht rein tippen, nutze ich nicht. Tschu! Ja, Jaxxo, ich würde eigentlich ungern das Thornmare kaufen, womit es gegen Rehe halt extrem hilft. Früher bist du auf Jax auf Zac immer Sunfire Thornmare gegangen gegen solche Matchups. Aber Thornmare ist einfach schlechter als früher. Aber das hilft mir, Bramblevest immer gegen Iria zu gewinnen. Arthur hat schon Anti gekauft, Iria hat Anti halt auch dabei. Also ja, wenn ich es einfach auch in irgendeiner Art und Weise hole, halt Bramblevest. Ich könnte Oblivion Orb gehen und einfach darauf sitzen, vielleicht ist das besser. Ich tank den Turm, I don't mind. I really mind. Oh, dass sie die. Oh. Bitte. Sollen wir Oblivion Orb gehen? Einfach nur, damit wir aktive Anti-Heal haben. Schon ein Jahr mit dem Mann auf dem zweiten Bildschirm auf ein weiteres. Ey, liebe Bro, danke dir, Vadoda. Willkommen. Danke dir, mein Dude. Well, well, well. Was hat denn einfach damit? Ich werde halt kein Morellos gehen. Eigentlich sollte auch nicht mein Ziel sein, Sidelane zu gewinnen, sondern einfach ganz normal zu teamfighten. Also eigentlich brauche ich weder noch, realistisch gesehen, gehe ich einfach Sidelane pushen und dann gehe ich halt groupen. Jaxxo ist der Play. Die Qiyana-Ult. Ich muss sagen, ich finde Qiyana sieht so wild aus. Der Champion ist gefühlt so OP, weil sie einfach alles wandelt mit den neuen Sidelane-Items, aber sie hat währenddessen null Ability-Hates, deswegen wird sie viel weniger unsichtbar als früher. Was auch cool ist, ist halt mehr Risiko für sie. Sie ist halt wirklich eine Glass-Cannon, wenn sie nicht permanent Full-Tank ist durch Unsichtbarkeit. Aber sie ist trotzdem irgendwie absurderweise oft genug unsichtbar, dass es irgendwie reicht. We wanna force Nash? Cause we can. Cause we fucking can. Der Trichter. He's pulling us in.
And he's going in. Bam und bam. Oh. He's, warte, der Zeit, das geht ja auch rein. Ha. And he's. Cool. Er wird hier oben hinfliegen, right? In die Distanz ungefähr. Der ewige Fight. Doch nicht so ewig. Er wollte sidesteppen, but he couldn't. Muss kurz Agro droppen, dann kann ich die pinnen. And he's going in. Oh. V schickt. Oh, da oben ist er. Ich habe 5 Sekunden auf E. Ich finish kurz Drake, dann bin ich da. Sloan ihn hier. Dann werde ich mit der nächsten E killen. Oder Kiana. Aber nein, ich krieg ihn mit der nächsten E. Red Ghostblade. Nach rechts, nach oben. Nein, lass ihn mir, Kiana. Arsch. Nur ein bisschen cool noch weh. Ja! Komm her, Aatrox. Ich habe noch kein Anti-Heal, aber I mean, I can never lose. Aber ich werde auch nicht unbedingt gewinnen. Ich kann nur auf jeden Fall nicht sterben gegen ihn. Ist da das Move gerade? Das heißt, es wird 100% herkommen. Da ist der angesprochene Banause. Brand ist auch da, also gehen wir einfach raus. Ich wurde gecancelt, dann müssen wir raus flashen und maybe still sterben. Scheiße. Ja! Scheiße. Mein E kam nicht ganz durch. Wenn E dadurch kommt, dann überleben wir das. Naja. Huck ihn! Tötet ihn! Tötet beide! Tötet alle drei! Avenge me! Kill them all! Na, der ist raus leider. Kann man den Typen noch nicht behaupten. Ist das illegal? Ja, es ist schon sehr stark mit den neuen Runen. Dieses Double-Heilungsding, ne? 280 Leben haben wir aktuell davon. Dann stärkere Heilungen von Revitalize und durch die Zac-Buffs, die wir auch vor kurzem erst hatten. Ist schon sehr lustig zu spielen. Kannst aber viel machen. Ein bisschen Gold für Jugshow. Können auch noch ein bisschen mehr Ability Haste kaufen mit der Nathamas. Und aktuell 8,4 Sekunden ist schon relativ lang auf unserer W. Auf unserer E nicht weh. Boah, mach ich den Rap-Buff langsam. Ich vermisse Demonic. Danke für all die Co-Streams. Liebe raus an dich, kleiner als drei. Hey, liebe, wenn es dir gefällt, mein Dude. Das freut mich aufrichtig. Danke, Mann. Boah, das dauert ewig. Ich habe keinen Bock mehr. Ich brich. Boah, es dauert so lange. Ich bin immer noch im Rap-Buff. Ich habe 4 E's für den Rap-Buff. 4 Stück. Immer. Ich hätte 5 E's gehabt. Ohne Jungle-Item dauert es halt echt Ewigkeit, ne? So viel Damage davon ist da drin für Tank-Jungler. Alrighty. Wir haben Jug-Show. Und locker Woken Champion killen können, wären schneller wieder auf, Jug-Show gewesen. Ja. In deine nach dem Spiel, FNAF Alliance hat man willkommen, Mate. Wir DFFen jetzt. Gerade Ewigkeiten Camps gefarmt. Alter. Lorror! Lorror! Ende. Langweilig. Naja, okay. War lustig, Lennox Fest. War auch ein geiler erster Solo-Kill und so. War lustig, war lustig. Rap-Off hat sich gelohnt. Ja, war mega geil. Den haben wir gefarmt. Unserem ganzen Team einen Rap-Buff geschenkt.